Willkommen zurück zu Mass Effect 2. Ja, schön, dass ihr oder du oder wie auch immer wieder dabei seid. Und ja, wir wollen jetzt das Geheimnis der Tür lüften. So, dazu müssen wir wieder hier so toll rumdingsen, was ich ja immer so besonders gut kann. Ich hoffe, ich verkack's jetzt nicht. So. Das... nicht das, das und das und das. Oh Gott, ich hab's vergessen. Ah, ich will nichts Falsches machen. So. Da haben wir es rechtzeitig geschafft, schon. Und die Tür geht auf. Ich habe ein bisschen Angst, so. Gibt's hier irgendwas? Ja, hier haben wir ein Medikit. Himmel sei Dank. Sie sind ein Mensch. Als wir sahen, dass die Tür sich öffnete, dachten wir, die Turianer hätten uns gefunden. Seit Ausbruch der Seuche sind die Blue Suns hinter uns her. Sie bringen genauso viele Leute um wie die Krankheit. Warum sind die Blue Suns hinter Ihnen her? Wir haben nichts getan. So ziemlich jeder im Bezirk, der kein Mensch ist, will uns tot sehen. Sie glauben, wir hätten die Seuche verursacht. Menschen werden nicht krank und das reicht ihnen als Beweis. Niemand weiß, wie viele von uns sie schon erwischt haben. Sie sollten lieber die Watcher unter die Lupe nehmen, nicht uns. Denn seit dem Ausbruch der Seuche übernehmen die Stück für Stück das Revier der Blue Suns. Sie sagten, die Watcher wären direkt nach Ausbruch der Seuche gekommen? Direkt nachdem der Bezirk unter Quarantäne gestellt wurde. Watcher sind immun gegen Krankheiten, also konnte ihnen nichts geschehen. Keine Ahnung, wo sie herkamen. Bis dahin gab es hier nur wenige Watcher. Es sah so aus, als wären sie auf diese Situation gut vorbereitet gewesen. Aber keiner glaubt, dass die Watcher schlau genug wären, um so ein Virus zu entwickeln. Die Blue Suns brauchen einen Sündenbock, und da kommen wir gerade recht. Sie sagten, die Watcher hätten das Revier der Blue Suns übernommen? Sie haben es versucht. Aber so leicht geben die Blue Suns nicht auf. Die Seuche hat sie geschwächt, aber sie haben immer noch genug Feuerkraft, um einen Teil ihres Reviers zu verteidigen. Die Turianer werden zurückgedrängt. Je tiefer sie in den Bezirk kommen, desto mehr Watcher werden sie sehen. Natürlich nur, wenn die sie nicht zuerst entdecken. Was können Sie mir sonst noch über die Seuche erzählen? Wann hat das alles angefangen? Die ersten Fälle gab es vor ungefähr 2 Wochen. Niemand hat groß darauf geachtet, bis die Epidemie losbrach. Es dauert etwa 1 Woche bis zum Tod. Aber die Seuche verbreitet sich sehr schnell. 3 Tage nach dem ersten Opfer gab es schon über 50 Fälle. Plötzlich fiel allen auf, dass Menschen nicht krank wurden. Als nächstes kam die Quarantäne und dann brach die Hölle los. Wissen Sie, wie die Opfer sich angesteckt haben? Nicht genau. Vermutlich über die Luft, aber selbst als die Blue Suns die Opfer in ihren Apartments eingeschlossen hatten, breitete sich die Seuche weiter aus. Jetzt werden die Opfer einfach niedergeschossen und auf der Straße verbrannt. Scheint aber trotzdem nicht zu helfen. Die Leute sterben weiter zu Dutzenden. Ich muss Mordin Solus finden. Ach ja, der hat eine Klinik auf der anderen Seite des Bezirks. Er soll jetzt Flüchtlinge aufnehmen. Er versucht den Seuchenopfern zu helfen und bietet Schutz vor den Suns und den Watcher. Na klar. Ein Arzt mit Militärmax, der den Leuten umsonst hilft. Auf Omega. Wir sind doch nicht bescheuert. Sie halten wohl nicht sehr viel von dem Doktor und seiner Klinik. Die Watcher wollten seinen Laden übernehmen. Er hat sie alle niedergemäht. Einfach so. Pop, pop, pop. Er musste nicht mal seine Max einsetzen. Dann hörten die Blue Suns, dass er Menschen Zuflucht gewährte und wollten die Klinik niederbrennen. Er hat sie auch umgebracht. Dann ging er wieder rein und hat weitergearbeitet. Eiskalt. Salarianische Spezialeinheit oder sowas. Sie können nicht in diesem Apartment bleiben, das ist eine Todesfalle. Bei Mordin haben Sie wenigstens eine Chance, das Ende der Quarantäne zu erleben. Sind Sie wahnsinnig? Das würden wir niemals schaffen. Auf den Straßen wimmelt es von Blue Suns und Watcher. Und wir haben nicht mal Pistolen. Außerdem setze ich mein Leben nicht für das Gerücht aufs Spiel, dass ein Salarianer mir Zuflucht gewährt. Ich weiß, dass Sie Angst haben, aber Ihre einzige Hoffnung besteht darin, es bis zu Mordins Klinik zu schaffen. Mich werden die Blue Suns und die Watcher beschießen, deshalb kann ich sie nicht mitnehmen. Eines verspreche ich Ihnen. Ich tue mein Möglichstes, um Ihnen einen Weg freizuräumen, damit Sie mir folgen können. Es ist riskant, aber ich sehe für Sie keine andere Chance. Okay. Sie haben recht. Wir schaffen es auf keinen Fall, wenn wir hier bleiben. Wir müssen es versuchen. Wir warten hier eine Weile und geben Ihnen Zeit, um den Weg freizuräumen. Dann brechen wir auf zu Mordins Klinik. Wenn wir Glück haben, treffen wir uns ja vielleicht dort.
Ja, unser Codex wurde aktualisiert, den wir eigentlich nie nutzen. Und wir haben 5 Vorbildpunkte bekommen. Zwischendurch haben wir hier noch schnell die Wohnung von den guten Menschen hier ausgeräumt. Ja, aber hat sie nicht gestört. Also von daher, wir konnten ihnen helfen. Und jetzt sind wir weiter auf der Suche nach Morden. Ich habe irgendwie in letzter Zeit immer dieses Indiana Jones Ding im Kopf. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Sehe ich auch so. Ja. Ich finde so lange Gänge irgendwie immer unschön. Ich gucke jetzt mal ab. Ach, super. Waffen bereit machen. Gute Reise. Steht immer im Weg, ne? Das ist so krass. Da ist noch einer. Sind das nicht die, die ihr Leben regenerieren? Ich bin mir gerade ganz unsicher. Ich versuche jetzt mal hier vorzurennen. Hier war gerade irgendwas. Perfekt! Breiter Boden! Komm hier rüber! Hey, hör mal auf mich zu beschießen. Huch! Ja Mensch! Ich bin hier immer ein bisschen unvorsichtig, ich weiß. Ich denke, viele von euch denken sich auch schon so, wieso bin ich rot? Denken sich so, die kann ja nichts, aber... Ich dachte, der Hund stirbt jetzt, wenn ich das mache, aber... Oh Gott, nee. Sterben ist nicht. Meine Zuschauer wollen nicht, dass ich sterbe. Hoffe ich zumindest. Außer ihr wollt mal sehen, was passiert, dann kann ich das natürlich gerne machen. Kein Problem. Oh Mann, ich nehme mal die falschen Fähigkeiten. Ohne Scheiß. Ich glaube, ich ändere jetzt einfach mal kurz wieder meine Tastenbelegung, weil das kotzt mich gerade ein bisschen an. Irgendwas Sinnvolles, vielleicht das. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Hier, du kannst auch ruhig mal was machen. Ich habe keine Schilde. Oh Gott. Oh Gott, nee, ich will doch nicht sterben. Mann, ihr blöden Dinger. Nur Hilfe. Aber meine Teammitglieder machen auch nichts, ne? Der steht auch in der Mitte. So. Ey, ohne Scheißen, es tut mir leid, dass ich jetzt so einen schlechten Kampfstil euch bieten muss, dass ihr euch das anschauen müsst. Irgendwie werden es auch immer mehr, das ist echt gruselig. Was? Was bist denn du? Oh, komm, ey, nee. Oh, Scheiße. Ich hab echt Angst. Oh Gott, ich hab Angst, hier sterben. Oh Gott, Gott sei Dank, ey. Meine Güte. Es könnte jetzt aber auch mal aufhören. Es ist mir echt ein bisschen zu viel jetzt gerade alles. Ach, ist schon eigentlich eine tot? Nee. Mann, was soll denn der Kack hier? Könnt ihr mal aufhören jetzt? Es reicht. Oh. Was? Nein. Nein. Oh Gott. Geh doch mal in Deckung, du blöde Nuss. Nein. Nicht dein Ernst. Oh. Fuck, es tut mir leid, Leute. Es tut mir so leid. Ich möchte nicht automatisch speichern. Mal schauen. Ich hoffe jetzt, wir kommen nicht so weit hinten raus. Ne? Ohne Scheiß. Es tut mir so leid. Oh Gott. Ja, ich weiß, ich bin schlecht. Ich mache mir jetzt voll die Vorwürfe. Aber ich meine, es ist das erste Mal, dass ich gestorben bin. Das ist schon mal gar nicht schlecht. So. Wo sind wir? Gut, ich weiß es wieder. Wir waren jetzt gerade bei denen. Statt dahinter zu laufen, wollen wir vielleicht hier hochlaufen? Das ist vielleicht sinnvoller. Los geht's! Das hat sich jetzt vom Weg nicht so viel geändert. Einfach nur, dass wir hier vielleicht die bessere Position haben. Weil wir natürlich hier oben besser snipern können, sozusagen. Also ohne eine Sniper natürlich. Muss ich hier nochmal schnell meine Tastenbelegung ändern. Schön. So muss es sein.
So, da hinten sind jetzt welche, da kommen wir gerade nicht ran. Da müssen wir jetzt doch mal ein Stück vorgehen. Finde ich eigentlich nicht ganz so toll, muss ich sagen. Aber wir müssen ja Miranda ein bisschen unterstützen. Oh Gott. Oh Gott, oh Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh je. Ich bin schon wieder so durcheinander. Also, echt ohne Scheiß. Es ist wirklich schlimm mit mir, ich weiß. Aber, ich würde mich auch gerne mal woanders hinstellen eigentlich. Aber ich habe Angst, dass es dann irgendwie... Außerdem steht hier so schön Jacob mit mir. Dass ich so schön die ganzen Feinde ablenkt. Zumindest ist das meine Hoffnung. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das sind mir echt langsam zu viele hier. So. So. Wir haben es fast. Hey, wieso ging es jetzt nicht? Ich bin kaputt gegangen. Jacob, mach doch mal was Sinnvolles. Mann, er steht immer nur rum und macht nichts. So ein Vollidiot. Stirb. Wir sind wohl ins Watcher-Gebiet eingedrungen. Die Blue Suns haben einen Großteil ihres Reviers aufgegeben. Das ist nicht gut für sie. Oh, es tut mir leid irgendwie, wenn ich immer so chaotisch klinge und spreche und ich weiß auch nicht mehr, was ich jetzt alles gesagt habe, aber ja, ich bin da immer ein bisschen irgendwie, ja, durcheinander halt, ne? Merkt ihr ja gerade. hier ist nix, okay. Ja, ich hoffe, wir kommen jetzt bald irgendwie irgendwo hin, wo wir sicher sind. Aber das wird natürlich nicht der Fall sein. Aber hier steht schon Klinik dran. Also das heißt, es ist nicht mehr so weit. Und ich hoffe jetzt einfach, dass wir nicht nochmal sterben. Klinikwache. Oh Mensch. Hallo. Mensch. Ja, hallo. Keine Dummheiten, sobald sie in der Klinik sind. Außer sie wollen sich mit den Mechs anlegen. Nee, nicht unbedingt. Hatten wir schon am Anfang. So. Hallo! Das Geld ist sicher! Hä? Was? Ey. Morden muss hier irgendwo sein. Reden Sie mit ihm. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Okay. So. Waffenausrüstung ändern. Ich weiß nicht. Können wir irgendwas... Können wir irgendwie nichts machen, deswegen... ich gucke mich jetzt hier gerade noch ein bisschen um. Patienten... Auf unserem Weg hierher haben wir Menschen gesehen, die Apartments der Toten geplündert haben. Mir ist richtig schlecht geworden. Das glaube ich dir. Nee, wir suchen jetzt aber gleich Morden. Morden hat mir das Leben gerettet. Ich schulde ihm alles. Ja, das glaube ich. Professor, uns geht das Hypoxidin aus. Nehmen Sie Malanarin. Davon ist schon da, es ist fast genauso gut. Da ist er schon. Aber ich möchte erst hier nochmal schnell gucken, was es hier so zu holen gibt, bevor ich das nämlich wieder vergesse. So. Gab ja eine ganze Menge jetzt hier. Und da unsere Zeit sowieso gleich wieder rum ist, werden wir uns das Gespräch mit Morden Solus für das nächste Mal aufheben, denn wir haben ihn endlich gefunden. Und ja, wie gesagt, damit noch ein bisschen die Spannung da bleibt und ihr hoffentlich das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Mass Effect 2. Bis bald, tschüss!